Ja, hallo liebe Abonnenten, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video zusammen mit dem MTG-Discount, zu einer neuen Produktvorstellung. Heute stelle ich euch die Dragon Shield Matt vor. Sind relativ neu, gibt es jetzt schon ein kleines bisschen, ein paar Wochen. Die gibt es in Mattschwarz, in Rot, in Weiß, in Blau und in Grün. Zu den Hüllen. Die Dragon Shield Hüllen sind alle glänzig. Hier gerade nochmal so als Vergleich. Wir haben hier eine normale Dragon Shield schwarze Hülle von meinem Grim Grin Commander Deck. Ja, ein bisschen verkratzt. Ich werde mal noch ein Video dazu machen über die Langzeit, den Langzeitgebrauch von Magic Hüllen. Und ja, jetzt würde ich doch sagen, schauen wir zusammen mal in die schwarzen Hüllen rein. Ich denke, das sind die Hüllen, die am meisten gespielt werden. Die Hüllen gibt es, wie die anderen Dragon Shield Hüllen, beim MTG-Discount für 5,40 €. Reißen wir einmal auf. Wahrscheinlich, ich bin mir nicht sicher, müsste man nachzählen, sind es wieder ein paar mehr Hüllen dabei. Wahrscheinlich so 102, 103 Hüllen sind da immer dabei. So, wir schauen rein. Was fällt uns zuerst auf? Die Hüllen liegen alle kerzengerade drin in der Verpackung. Ah ja, die Oberfläche ist jetzt nicht, im Gegensatz zu der normalen Dragon Shield Hülle, man sieht es, nicht so glänzig. Sie ist eher rau, ähnelt ein bisschen der Rückseite einer Ultra Pro Hülle. Wirkt genauso groß, schauen wir doch mal, wenn wir die jetzt hier drauflegen, schließen perfekt einander ab, sind also genau groß, genau gleich groß. So, ja, scheint hier vorne ist auch die Hülle, die ist nicht irgendwie, wie es als bei Hüllen gibt, habe ich auch schon gesehen, so ein bisschen milchig, habe ich auch schon gesehen, weiß aber leider nicht genau, welche Hüllen das waren, machen einen guten Eindruck. Dann schauen wir doch mal, machen wir erst eine Hülle, eine Karte, ohne Double Sleeves in die Hülle, ja, die schließt sehr, sehr schön ab. Passt wunderbar, die sitzt sehr, sehr fest. Dann nehmen wir mal noch eine Karte in Double Sleeves. Hier in dem Fall mal mein Sorin Markov. So, am besten ohne Staub. Ja, schließt sehr gut ab, passt perfekt rein. Wir haben oben noch ein bisschen Platz. Wenn wir das Ganze jetzt mal vergleichen mit einer normalen Dragon Shield Hülle, dann sehen wir hier den Vergleich. Ja, da haben wir jetzt gerade mal den Vergleich gesehen, der Hüllen von der vorderen Rückseite. Ich habe gedacht, da machen wir mal ein Bild, das ist ein bisschen besser. Ja, gefällt mir sehr gut. Jetzt schauen wir nochmal, ich habe hier einige Karten mal schon in Sleeves gepackt, hier in diese Dragon Shield Matt in Schwarz, einige, und habe jetzt gedacht, ja, ich packe die jetzt mal ein, brauche ich nicht vor der Kamera machen und mische die mal. Also ich mische immer gern so, dass die Karten ineinander schiebe, so wie es viele Spieler machen. Trotz der rauen Oberfläche kann man die sehr leicht ineinander stecken, da bleibt nichts hängen. Auch so zu mischen geht wunderbar, da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Mischtechniken. Ich kenne viele, die mischen nicht so, sondern die schieben Karten einfach ineinander. Dass sie so einfach am besten und am schnellsten gemischt werden. Was viele Spieler auch noch machen, ist dieses, dass sie auf 6 bis 8 Stapel verteilen und die dann am Ende einfach übereinander setzen. Habe ich auch schon gesehen, aber gut, das geht ja mit jeder Hülle. Von daher, Mischverhalten einfach super, gefällt mir sehr gut. Und ich denke, für den Preis kann man echt nichts sagen. Ist echt top. Und gerade mal zur Erinnerung, die Hüllen gibt es in Schwarz, in Rot, in Blau, in Grün und in Weiß. Ich denke, hier wird es in Zukunft noch mehr Farben geben. So wie es jetzt auch bei den bisherigen, wo Dragon Shield damals bekannter wurde, nachgelegt haben. Mit anderen Farben. Ich wollte damals mal unbedingt gelbe und dann kam irgendwann die gelben.
gibt sie mittlerweile in sehr, sehr vielen Farben. Ich bin begeistert von den Hüllen. Ich muss jetzt mal noch testen. Muss mal noch schauen, wie ich sie teste, bei welchem Deck. Vielleicht beim Pre-Release. Mal schauen. Ich denke, soweit mal zu den Dragon Shield Matt. Hier zusammen auf dem Kanal mit dem MTG-Discount. Was ich euch noch sagen kann in Zukunft. Ich habe mein eigenes Gewerbe. Ich werde in Zukunft auch Magic-Produkte anbieten. Schaut hier einfach mal vorbei unter www.magickartenmarkt.de/users/andieswelderspiele. Da ja, werde ich einige Produkte anbieten, natürlich nicht so eine große Produktpalette, aber sehr, sehr viele, die Produkte, die ich anbiete zu Top-Reisen. Also da schaue ich einfach, dass ich noch nebenher ein kleines bisschen, ein paar Cent Geld machen werde. Also ja, von daher nicht so, dass mein Zentel da wahnsinnig viel verdient oder ähnliches. Wenn ihr mich aber ein kleines bisschen unterstützen wollt, schaut da mal vorbei. Und ja, vielen Dank an dieser Stelle natürlich nochmal an den MTG-Discount, hier, die mir die Hüllen bereitgestellt haben zum Vorstellen. Schaut auch beim MTG-Discount vorbei. Kann ich euch nur ans Herz legen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns mal beim nächsten Video. Ich hoffe, die Dragon Shield Produktvorstellung der Mattenhüllen hat euch gefallen. Und wenn ja, wie immer, Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Und bis dahin, ciao.